In diesem Video beschäftigen wir uns mit dem Rückwärtsspringen. Rückwärtsspringen kannst du mit und ohne Zwischensprung. Springst du mit, nennt man das wie beim Vorwärtsspringen Double Bounce. Achte darauf, dass deine Handgelenke das Seil schön drehen. In dem Moment, in dem du springst, müssen die Griffe des Seiles nach unten zeigen. Erst nach dem Überspringen ziehst du das Seil vor dem Körper wieder hoch. Ein häufiger Fehler am Anfang ist es, dass das Seil zu früh hochgezogen wird. Lass dir hier besonders viel Zeit. Konzentriere dich zuerst aufs Überspringen und erst danach aufs Hochziehen. Möchtest du von rückwärts auf vorwärts wechseln, hörst du schon vor dem Überspringen auf zu ziehen. Durch den Schwung pendelt das Seil dann noch vor dem Körper hoch. Warte, bis das Seil in etwa auf Augenhöhe ist. Das nennt man Stall. Sobald das Seil am Wendepunkt ist, kannst du wieder mit dem Vorwärtsdrehen beginnen. Der Wechsel von rückwärts nach vorwärts funktioniert an und für sich genauso, nur dass du das Seil hinter deinem Rücken nicht siehst. Versuche zu spüren, wie weit das Seil hinter deinem Rücken aufsteigt. Eine nette Variante ist der Richtungswechsel in der tiefen Hocke. Achte auf den Rhythmus des Seils. Ziehe immer erst in die Gegenrichtung, wenn du spürst, dass das Seil am Ende angekommen ist und kein Schwung mehr da ist. Eine anspruchsvollere Version ist dieser Richtungswechsel im Cross. Du kannst deine bereits gelernten Sprünge jetzt auch rückwärts probieren. Hier als Beispiel der Toad. Achte dabei immer besonders auf dein Timing. Hier findet ihr weitere Videos. Und hier findet ihr die Playlist mit allen Rope Skipping Tutorials.